Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Valhalla mit mir, dem Jan. Jetzt werden wir hier zu Valkas Hütte gehen. Und gucken, was hier noch so alles auf dem Weg liegt. Ich verstehe es nicht. Boah, auf wen ich den treffe? Ich glaube nicht. So, den plündern wir. Haben wir den jetzt geplündert? Ja. Wir müssen ja jagen. Mach mal einfach erstmal weiter. Geht's hier unten rein? Sieht so aus. Valkas Hütte. Mal voll. Gehen wir mal hier rein, ne? Hamuram. Hamuram. Valka, schweig. Ich versuche, die Lieder der Natur zu hören. Hamuram. Hamuram. Svala? Sie lobpreist und sie ist willkommen. Euch zu Gehör lausche ich, o Älteste, große Odin, mächtige Freya. Ich erbiete euch Dank für eure Gabe des Seder. Sie dankt und sie ist gesegnet. Eivor, lang ist es her. Was führt dich den weiten Weg hierher zu mir? Ich suche deinen Rat. In einer persönlichen Sache. Komm. Geht es deiner Mutter gut? Ihr Verstand ist wirr. Sie spricht mit Geistern. Ich fürchte, ihr letzter Winter ist angebrochen. Doch hat sie mich. Sprechen wir nun über dich. Ich hatte ein Gesicht. Eine mächtige Erscheinung. Es mag mein Kampfrausch gewesen sein. Oder ein Wahn, wegen der Kälte. Aber beschreibe sie mir. Nach 17 Jahren sah ich die Axt meines Vaters wieder. Und als ich sie berührte, überkamen mich die Bilder. Da war ein Wolf, heulend und wild. Und dann eine Gestalt. Mit grauem Bart und Mantel. Er hatte nur ein Auge und bedeutete mir, ihm zu folgen. Ah, der Erhabene. Er ruft dich. Vielleicht möchte er mit dir sprechen, eine Botschaft überbringen. Nur durch Seder wirst du klarer sehen und das Knäuel entwirren, das die Fäden deines Geistes sind. Es wird nicht lange dauern. Was brauchst du da? Sag es sonst niemand. Hast du das schon einmal getan? Was brauchst du denn da? Einen Trank, um deinen Hunger zu lösen und deine Gedanken zu entwirren. Du wirst gleichzeitig wach sein und schlafen und in die Traumwelt reisen. Es mag dich verwirren oder verstören. Doch du musst dir alles merken, was du siehst. Ach, scheiße. Trink.
Wenn du wahrhaftig verstehen willst. Jetzt muss ich mir Sachen merken. Und das kann ich nicht. Da? Ich habe nichts gesehen, Valka. Nichts gefühlt. Harvey! Wandle ich unter den Toten? Da ist der Wolf. Sigurd? Sigurd, Bruder, wann bist du gekommen? Was geschieht hier? Folgen wir dem mal weiter, ne? Da ist jetzt der Wolf. Und wir müssen da durchs Tor. Sigurd? Bruder! Was geschieht hier? Es gab keinen anderen Weg, Harvey. Es ist unser Schicksal. Sigurd! Sigurd! Was ist passiert? Es war nicht für dich, Harvey. Nein! War das jetzt ein Wolf? Ruhig, Eivor. Ich bin es, Valka. Ich bin hier. Götter, ich dachte, ich... Was war das? Erzähl mir alles. Ich war auf einem Berg. Ein Schneesturm tobte. Ich kletterte zum Gipfel. Einem Wolf hinterher. Was? Odin und die Nornenwandlung? Ich sah die Tore zu Odins Halle der Gefallenen. Sie öffneten sich mir. Die Schatten Valhalls, das zu erreichen dir bestimmt ist. Der Wolf wollte meine Aufmerksamkeit. Als hätte er gewollt, dass ich ihm folge. Du trägst das Mal des Wolfs. Und bist damit für dein Leben gezeichnet. Hier könnte ihr deinen Ehrgeiz darstellen. Oder deine Angst. Ich sah Odin und die Nornir, welche die Schicksalsfäden spannen. Sie sahen mir zu. Sie sahen dir nicht zu. Sie zeigten dir den Weg, dein Leben, deinen Pfad, was vor dir liegt und wo es endet. Mehr weiß ich nicht zu sagen. Meine Erinnerungen sind blass, neblig. Hast du den Gipfel dieses Berges erreicht? Das habe ich, ja. Sigurd war auch dort. Verletzt, schmerzerfüllt.
Sein Kampfarm fehlte. Dann erschien der Wolf erneut. Groß wie ein Drache und schrecklich verändert. Er starrte mich an und attackierte mich. Dann erwachte ich. Die Götter begünstigen dich, Eivor. Schon immer. Du wirst deinen Ruhm haben und dir deinen Platz in Valhall verdienen. Doch diese Vorzeichen bergen auch eine dunkle Wahrheit. Der fehlende Arm, die Blutspur, die Bestie. Du wirst deinem Bruder Sigurd verraten. Das ist die Bedeutung dieser Bilder. Das kann nicht stimmen. Ich würde Sigurd niemals verraten. Er ist mein Bruder, meine Familie. Die Nornir haben gesprochen und dies ist ihre Botschaft. Nein, das ist falsch. Du deutest es nicht richtig. Das kann nicht stimmen. Du wirst Sigurd verraten. Odin kämpfte gegen sein Schicksal. Es ist möglich. Okay, das haben wir dann erledigt. Und haben jetzt 2 Fähigkeitspunkte dazu bekommen. Und Weltkarte. Jetzt haben wir nur noch hier die Mission. Gold war nochmal Reichtum, ne? Ich glaube ja. Also, ich glaube, hier kommen wir nicht so einfach runter. Weil hier das Wasser ist. Was war das für ein Geräusch? Was ist das für ein Turm da hinten? Pinguine? Nee. Wir können ja nicht fliegen. Ah, voll daneben. Ruckelt das so hin und her, wenn man Fallschaden bekommt? Okay, hier war jetzt nichts drin. Was siehst du da oben, Sünen? Ich kann nicht hin. Was haben wir hier? Da können wir reden. Dieses verdammte Arschgesicht ist schon wieder abgehauen. Warum schreist du so? Eivind ist wieder abgehauen. Jedes Mal behauptet er, er hätte sich in den Bergen verlaufen. Mir reicht es jetzt. Wenn ich noch mehr Männer für ihn aufs Spiel setzen muss, wird er gebrandmarkt und ausgestoßen. Eivind, der Sohn von Gunnars Schwester, wenn ich mich recht entsinne, legt das Eisen noch nicht ins Feuer. Ich suche nach ihm. Komm zurück, oder du wirst als Verräter gebrandmarkt! Was ist denn jetzt die Quest hier? Werden mir keine Nebenquests angezeigt? Dann können wir erstmal bei den Fähigkeiten reingucken. Was haben wir denn hier? Verleihe allen Ausrüstungsstücke, die zu Wolfen passen, einen Bonus.
Vielleicht alle Ausrüstungsstücke, die zu Rahmen passen, einen Bonus. Und hier Nahkampfwiderstand. Und hier Fähigkeitsschaden. Aber das Schöne ist, dass man das auch immer wieder alles zurückmachen kann. So. Willst du ausgestoßen werden? Das ist deine letzte Warnung! Kommen wir hier rein? Nein. Lieber wachsam sein. Tarnen. Ach so, wir sind ja nicht mehr voll. Ach so, okay. Das ist auch voll. Bleib aufmerksam. Wir laufen jetzt einfach wieder zurück. Ich könnte mein Pferd rufen und dann würde es schneller gehen, ne? Was? Da steht doch ducken. So. Dann gehen wir jetzt hier zurück und reden jetzt in der nächsten Folge mit dem König. Würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.